Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Gucken wir mal aufs Geld gleich, wie viel da ist. Daryl Gonzalez, Welfare Minister. Der findet nicht so toll, was wir machen, und er schlägt vor Enterprise Investment Scheme. Haben wir uns da nicht gerade drüber unterhalten? Ja, vor 2-3 Runden hast du gesagt, wollen wir das nicht mal machen. Und wir sind dann irgendwie drüber weggekommen. Gut, dass wir so einen Minister haben, dann würde ich mal sagen, wir heben seine Loyalty wieder an. Finde ich auch gut. So, Enterprise Investment Scheme. Ja, ist, kann unter Umständen relativ viel kosten. Aber wird auch den Kapitalisten wieder was Gutes tun. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir hören auf diesen Minister. Ja, wir haben ja Minister. Also wir bezahlen sie einfach jeden Monat und schützen sie, dann müssen wir auch mal hinhören. Ja. Also Implement. Self-Employed, GDP geht hoch, Kapitalist findet es gut, Sozialismus geht runter, Self-Employed mehr Mitglieder in der Gruppe und mehr Einkommen, und die hohen Einkommen steigen auch. Ja, ich würde es ein bisschen runtersetzen. Ja, danke. Auf 800. Ja, weil selbst hier ist das Bruttoinlandsprodukt noch gut gestützt. Jo, plus 2%. Ja, es dauert 16 Runden, aber... Ja. Aber langsam. Und er ist zufrieden. Ja. Ist übrigens jetzt ein anderer Minister, der angezeigt worden ist. Das finde ich auch spannend. Dass der eine Minister das für einen anderen Bereich gesagt hat. Stimmt. Interessant. Okay, das haben wir jetzt eingeführt. So, dann hier. Richest Company pays no tax. Aber da haben wir auch gerade was gegen gemacht. Die reichsten multinationalen Unternehmen haben uns keine Steuern dieses Jahr bezahlt. Im nächsten Jahr. Bezahlen wir. Ja, okay. Ja, das ist so ein Ereignis, was jetzt gerade nicht dazu passt, was wir gerade an Gesetzen erlassen haben. Das ist ein bisschen schade. Sollten wir uns wahrscheinlich angucken. In der nächsten Runde, wie sich das noch, ob da nochmal was kommt. Ja. Unser Credit Rating wurde hochgestuft auf BB. Kapitalist find's gut, das GDP geht hoch, Business Confidence steigt wieder. Das ist so. Wir auch bei Atlantis Investition. Ja. Und wir stehen kurz vor einer Situation. Pollution. Ich würde sagen, wir sind schon über einen Starttrigger. Obwohl er sagt, Situation imminent. Wahrscheinlich ist es dann nächste Runde soweit. Ja. Da könnten wir jetzt die Überlegung, ob wir da was machen wollen. Ja, das stimmt. Und wir haben wieder eine Headline. Es geht um das Recht zu sterben, also aktive Sterbehilfe. Oh, da haben wir auch bei Democracy 3 lange drüber debattiert. Ja, da war es aber auch ein Dilemma, wo wir schwarz-weiß entscheiden konnten. Und hier haben wir eine Politik, das Recht zu sterben. Wir können das tatsächlich einführen, das Recht zu sterben. Es wird mir jetzt leider nicht angezeigt, unter welchem Bereich das ist. Ist das unter Welfare? Nee. Public Services? Ah, Law and Order, Right to Die. Übrigens, aber hier können wir tatsächlich nochmal grundsätzlich drauf gucken bei Law and Order. Also dieses Right to Privacy wäre nochmal so eine Geschichte. Und beim Recht zu sterben, ja, grundsätzlich war... Das ist eine der ganz krassen Entscheidungen, die Menschen für sich und ihr Leben treffen. Implementieren wir es einfach mal, wenn schon die Nachrichten darüber berichten. Ich vermute, dass die Kirchen oder die Religiösen das gar nicht gut finden würden.
Wahrscheinlich oder nicht. Werden. Ja, religiöse Konservative finden es doof. Die Pensionierten finden es gut. Healthcare Demand sinkt sich. Das ist dieses Ding mit dem sozialverträglichen Früherleben, oder? Ja. Die Bevölkerung sinkt. Single Doctor Agreement, Family Agreement oder nur im Testament. Ach so, wie einfach es geht. Reicht im Testament, es reicht, wenn die Familie sich einig ist, es reicht, wenn ein Arzt, also wir, ist ja keine Einnahme oder Ausgabe, sondern es ist tatsächlich ja. Das wäre noch schwer. Ja. Ja, nehmen wir religiöse und konservative hin und gehen auf Family Agreement oder noch höher? Da würde ich jetzt gerne mal wissen, ob es eine Meinung dazu im Chat gibt, weil ich kann mich hier nur schwer entscheiden. Ja, Horst, die letzten Tage sind die teuersten, wenn du nur noch an Maschinen hängst. Das kann man so nicht verallgemeinern, aber für die Leute, die auf der Intensivstation hängen, was ja nicht zwangsläufig für jeden gilt, ist das tatsächlich... Man kann es da halt nicht sagen. Das ist halt... Also da, so ein pauschales Urteil ist mir da... Also dafür habe ich zu lange im Rettungsdienst gearbeitet und war zu häufig mal auf der Intensivstation. Als Rettungssanitäter bist du auch regelmäßig auf der Intensiv und muss... ich habe dort viele Praktika gemacht, um einfach halt... so Kreislaufmanagement und so auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das kann man so nicht sagen. Da habe ich auch schon mal, wo man so sagte, so, der Anästhesist sagte, ja, 50-50 Chance und ja, dann hat sich jemand wieder erholt. Also so pauschal, Aber wenn das Leiden groß ist und es diese Entscheidungen gibt, dann würde ich immer auch sagen, da sollte man nicht so krasse rechtliche Hürden hinmachen. Aber gegen pauschale Aussagen in der Beziehung möchte ich mich so ein bisschen wehren. Da ist, genau wie das Leben sehr individuell ist, ist das an der Stelle der Tod und der Weg dahin auch. Ja. Und jetzt ist die Frage, mit wem muss ich diese Person, die für sich entscheidet, alles abstimmen? Reicht das in der Familie, mit einem Arzt, mit mehreren Ärzten. Was wäre so unser Bereich oder unsere Entscheidung? Und da bin ich mir tatsächlich unsicher. Okay. Für mich ist das mit der Familie total nachvollziehbar. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, wie in unserem Land Familie definiert wird. Wer da alles dazugehört und wer nicht. Ob das jetzt hier at will, ob das heißt festgelegt in einem Dokument wie dem Testament, also der Will, oder heißt at will, ich habe mir das genau überlegt, jetzt bitte. Meine Vermutung ist, dass Variante B das ist. Also es ist auf Willensbekundung. Ja, also das würde jetzt Sinn ergeben in dieser Abstufung. Ja, das stimmt. Das mit der Familie halt ich für, also finde ich schwierig, weil was passiert, wenn Leute nicht miteinander verheiratet sind? Dann ist es nicht der Partner, die Partnerin, sondern im Zweifelsfall die Eltern, Geschwister oder wer auch immer da entscheidet. Ja, an der Stelle habe ich die Auffassung, dass ich da tatsächlich at will, also puh. Das ist verrückt, oder? Wenn man es nochmal so genau, mit wem muss man in diesem Prozess sich das überlegen, dann wird das Ganze nochmal schwieriger. Ist ja schon schwierig überhaupt zu sagen, jo, wir fassen das an. Ja, Horsti schreibt gerade, für mich die wichtigste Regel, dass kein Gewinn bei dem Personal entstehen darf, auch durch Erbe oder Ähnliches. Ja, wir reden aber hier gerade nicht über das Geld, sondern wir reden gerade über ethisch-moralische Fragen. Ja, genau. Recht zu sterben auf jeden Fall. Jeder sollte für sich entscheiden. Kommt noch im Chat. Genau, aber mit jeder sollte für sich entscheiden, aber mit wem wird diese Entscheidung getroffen? Mit einem Arzt, mit mehreren Ärzten, mit der Familie oder jeder für sich ganz alleine? Also wenn ich, mach mal, ist es eher ein ganz schlechter Vergleich. Ich entschuldige mich jetzt schon für diesen Vergleich. Aber
wenn wir eine Debatte darüber haben, ob Frauen abtreiben dürfen oder nicht, müssen sie mindestens vorher einen Besuch bei irgendeinem Zentrum gemacht haben, bei irgendeinem Familienzentrum, damit sie einen Zettel kriegen, ja, ihr dürft. Insofern halte ich das hier für schwierig, wenn wir hier gar keinen... Also ich habe einfach auch Freunde, die sich selbst das Leben genommen haben und im Nachhinein muss ich sagen... Auf keinen Fall mit der Familie, jeder für sich allein. In der Spiellogik, okay. Ja, ich finde auch mit der Familie tatsächlich total schwierig. Ich verstehe, wo diese Abstufung herkommt. Ich finde aber jetzt irgendwie zwischen Single Doctors Agreement, Family Agreement und At Will keine logische aufeinanderfolgende Abstufung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Und da würde ich tendieren, also ich fände irgendwie sowas wie das Abstimmung mit der Familie eine höhere Hürde ist, als einen Arzt des Vertrauens zu haben, mit dem man sowas macht. Aber ich würde tatsächlich, also ich tendiere entweder zu Single Doctors Agreement oder At Will. Familie würde ich da auch rauslassen. Single Doctors Agreement und das andere war, man muss mehrere Ärzte fragen, oder? Das ja, noch Multiple Doctors Agreement. Und in extreme circumstances ist das niedrigste. Also ich fände es schön, wenn das ja mit einem Arzt besprochen würde. Dann würde ich jetzt hier oben so hoch gehen, bis nur so gerade Single Doctors Agreement da ist. Diese ethischen Fragen sind so schwer politisch zu beantworten. Sie müssen ab und zu mal beantwortet werden, aber sie sind einfach im Aushandlungsprozess und auch in der Feinjustierung echt hart. Ja. Aber so kann ich gut damit leben, also. Ja, ich auch. Dann haben wir das auch erschlagen und dann gucken wir unseren Economics Forecast an. Die Weltwirtschaft erholt sich, unser BIP geht hoch wie die Sau. Unsere Zinsen gehen runter und unser Defizit schrumpft. Das ist großartig. Kurz unsere Problemchen, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, gleich geblieben und die Doctor Strikes sind am stagnieren, das ist schön. Die überfüllten Krankenhäuser auf dem Abwärtstrend. Die Asthma-Epidemie hoch. Krass, nach oben gegangen. Fettleibigkeit. Stagniert. Aber weißt du, warum das nach oben gegangen ist? Ich habe, also beziehungsweise ich habe die Vermutung, unsere Wirtschaft ist nach oben gegangen. Was dazu führen könnte, dass die Luftqualität abgerufen wird. Ja, das glaube ich nämlich auch. So, dann haben wir hier Ghettos auf dem Abwärtstrend. Sehr, sehr schön. Und organisierte Kriminalität. Bald. Das sagen wir auch schon seit 3 Runden. Ja. Und mehr Probleme, also mehr Probleme haben wir nicht. Und wir haben noch 5 Runden bis zur Wahl. Ach so. Und wir haben noch 3 Einfluss, weil wir 2 Sachen aus der Situation umgesetzt haben. Nämlich einmal das, was der Minister wollte und einmal das, was in den Nachrichten kam. Und zack, boom, haben wir nur noch 3 politisches Kapital. Dann werden wir wohl in die nächste Runde gehen müssen, oder? Jawohl. Wir haben auch nur 2 Abende gebraucht, um bis zur ersten Wahl zu kommen. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, bei Democracy 3. Waren wir bei 3 Dienstagen oder waren es sogar 4? Ja. Ich glaube, 3. So, jetzt haben wir erstmal hier Pollution als neue Situation. Ja, die Wirtschaft steigt. Die Wirtschaft geht nach oben. Also haben wir Luftverschmutzung. Air Travel, Car Usage. Hier, unser steigendes BIP sorgt dafür.
Und? Ach, der Umwelt geht es wahrscheinlich schlecht. Deswegen begünstigt die das? Finde ich interessant, diese Darstellung. Auf jeden Fall haben wir ein neues Problem. Und eine Warnung von einem unserer Minister. Quantitative Easing, da haben wir eben drauf geguckt. Diese Gelddruckgeschichte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber wir haben eine Gefahr der Inflation und der Reichtum derer, die Aktien besitzen, steigt an. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht. Ja, Loyalität ist eh im Keller. Kapitalisten und ethnische Minderheiten. Und wir haben ein Dilemma. People Smuggling. Also Menschenschmuggel. Eine große Anzahl von Menschen wurde beim Betreten unseres Landes versteckt in Cargo, in Schiffscontainern oder in ja, Warencontainern gefunden. Ein organisierter Versuch des Menschenschmuggelns. Die kriminellen Meistergehirne, wurden verhaftet, aber es gibt eine Debatte, ob diese Menschen, die zu uns geschmuggelt wurden, wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden oder bei uns bleiben dürfen. Augenscheinlich haben wir weder ein Migrationsgesetz noch eine Asylgesetzgebung. Weil ansonsten hätten wir das Dilemma jetzt so in der Form nicht. Ja, hier unten wird argumentiert mit dem, ne, deport them, weil es wäre ein Pull-Faktor, wenn wir sagen, ihr könnt ruhig kommen. Auf der anderen Seite, ja, wenn sie sich sowas kaufen und auf sowas einlassen, sind sie wahrscheinlich, könnte man sagen, vielleicht sind sie auch nicht über das Asylrecht ausreichend aufgeklärt. Es geht ja eher, bei dem Asylrecht geht es ja eher um die Frage, wie reagieren wir? Gar nicht um die, sondern was machen wir? Ja. Dass Menschen grundsätzlich danach streben, dass es ihnen, ihrer Familie wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial besser geht, ist jetzt wenig überraschend. Ja. Das hat einen Grund, dass in den 90er Jahren viele Leute aus meinem Dorf beispielsweise in andere westliche Bundesländer abgewandert sind. Da fehlt halt einfach eine ganze Generation. Das war halt ein bisschen einfacher, weil es das gleiche Land ist. Hier reden wir über Leute, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen. Wir wissen nur, dass sie irgendwie versuchen, nach Großbritannien zu kommen. Mhm. Erlauben wir es oder deportieren wir sie? Ich würde sagen, wir erlauben es. Ich bin auch für erlauben, weil diejenigen, die damit Geld verdient haben, sprich die Menschen im Hintergrund, die sind verhaftet. Ja. Und jetzt könnten wir sagen, in der Hoffnung, dass wir eine vernünftige Asylgesetzgebung haben, werden sie nicht gleich deportiert, sondern der Status wird erstmal überprüft. Deswegen erstmal erlauben und dann prüfen. Alles klar. Wer meint's? Erlauben wir das. Die Liberalen finden es toll, Konservativen finden es nicht so gut, die Patrioten auch nicht. Die ethischen Minderheiten finden es gut. Okay, das war unser Dilemma und wir haben eine. Nicht schon wieder. Die Wasserknappheit. Ich hasse die Wasserknappheit. Ja, man wird hier auf jeden Fall, also unsere Umfragewerte sehen wieder gut aus, aber wir haben hier echt mit mehr Problemen zu kämpfen. Das lässt sich definitiv nicht anders beschreiben. Und mit unserer Gesundheit geht es wieder bergab, seit es der Wirtschaft besser geht. Ja. Gucken wir kurz drauf. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht wieder hoch. Hier haben wir Umweltverschmutzung. Doctor Strikes geht leicht runter. Ähm,
Also überfüllte Krankenhäuser ist auf dem Abwärtstrend, das ist sehr schön. Die Asthma-Epidemie geht hoch, aber das hatten wir uns ja schon erklärt durch die Verschmutzung. Fettleibigkeit, wir kriegen die Fettleibigkeit nicht in den Griff. Dann Ghettos, fast vorbei. Das ist jetzt die Runde 4 übrigens. Mit fast vorbei. Ja. Ja. Und die organisierte Kriminalität stagniert. Okay, ich bin jetzt für Umwelt, Industriestandards. Mhm. Vielleicht gibt es ja sowas. Ja, ich gucke mal gerade. Hier haben wir doch schon was. Pollution Control. Können wir machen? Da wäre jetzt die Frage, ob wir nur mit oder ob wir das noch mit irgendwas anderem stabilisieren können. Weil hier geht unser Bruttoinlandsprodukt gerade ein bisschen runter. Ob wir es irgendwie fördern können für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Irgendwie sowas. Also Economy. Was? Also wir führen erstmal die Flugsteuer ein. Oh ja. Frequent Flyer Tax wollten wir eh. Ist auch eine Einkommensquelle. Also. Ja, das machen wir jetzt. Und die Empty Home Tax, Empty Homes Tax finde ich zumindest mal interessant. Die würde ich mir gerne mal angucken später. Eine Zweitwohnsitzsteuer quasi. Ja, genau. Hm? Aber dann machen wir jetzt erstmal die hier. Ja. Und Socialist, Umweltschützer, GDP kriegt einen leichten Negativ. Luftverkehr sinkt. Und die besonders Reichen, die Zustimmungswerte sinken etwas. Ich hätte jetzt gedacht, dass es auch auf die Umwelt sich auswirkt, aber anscheinend... Achso, mittelbar, weil der Flugverkehr weniger wird und das wird sich auf die Umwelt auswirken. Ja. Deshalb ist die Frage, wie viel wollen wir einnehmen? Beziehungsweise, ich würde jetzt mal auf 3 Milliarden Einnahmen stellen und dann gucken, ob... Das wäre 1% Bruttoinlandsprodukt Verlust für 3 Milliarden Einnahmen. Also könnte ich gut mitnehmen. Dann machen wir das doch. Ich finde das super. Jetzt haben wir noch 10. Was ist denn Helikopter-Money? Eine ungewöhnliche Politik dafür gebaut, um die Wirtschaft sofort zu boosten, wo die Regierung freies Geld druckt und es direkt den Citizen zum den Bürgern zum Ausgeben gibt. Das sind so diese Soforthilfen, die wir zu Corona haben. Also hier sieht man schon. Ja, Helikoptergeld wurde, war ja auch jetzt gerade zu den Hochzeiten der Pandemie immer wieder ein Ding, ne? Übrigens, im Chat wird gerade gesagt, ich wüsste wirklich gerne mal, wie das Spiel aussehen würde, wenn ihr beide genau das Gegenteil eurer sozialen Ader machen würdet. Ist ein Experiment fürs nächste Playthrough. Ich denke, das Spiel geht auf jeden Fall schneller. So kann man auch mal variieren mit Ansätzen. Total. Also jetzt versuchen wir ja so ein Stück weit auch darauf einzugehen, was die Leute in dem jeweiligen Staat wollen, weil unser Ziel natürlich hohe Zustimmungswerte sind. Man könnte tatsächlich eine komplette Kontralinie fahren. Ja. Ich glaube, mit dem spielenden Staat, was weiß ich, von einer Demokratie zu einer Diktatur umzubauen, scheint mir hier ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen ausgeglichener ist in den unterschiedlichen Bereichen. Aber ich glaube, wenn du einen Staat ausholen willst und den pleite kriegen willst, schaffst du das ja. Ja. Was aber nicht unser Ziel ist. Also ich hätte gerne dienstagsabends oder nachts dann schon noch ein bisschen Spaß. Deswegen wüsste ich jetzt gerade nicht, warum ich Spielzüge machen sollte, die ich grundsätzlich ablehne. Evil Romy wird geschrieben. Ja, total. Wäre das nicht Spaß? Reforestation. Hatten wir schon ein, zwei Mal, sind wir drüber gestolpert. Wir müssen was für unsere Umwelt tun. Ja. Und dann würde ich mir gerne die School Vouchers auch mal angucken. Auch das gut. War die Geschichte, um die private Schulen zu finanzieren. Ach ja. Ja. Ach ja, stimmt.
Dann lieber öffentliche Bibliotheken. Ja, also wir können uns öffentliche Bibliotheken leisten oder die Aufforstung in dieser Runde. Dann wäre ich für Aufforstung. Okay. Dann machen wir mal Aufforstung. Okay, da können wir auch gerne reingehen. Oh ja. Das ist direkt auf die Dings. Da würde ich tatsächlich voll reingehen. Die Weltwirtschaft erholt sich und unser Defizit schrumpft. Nur gute Sachen, die hier passieren. Und Unemployment direkt auch nochmal. Na klar, irgendjemand muss die Bäume pflanzen. Fast 5% weniger. Das lohnt sich richtig für 60 Millionen, 600 Millionen. Ja, das finde ich gut. Super. So, dann haben wir noch drei. Nächste Runde? Genau. Und ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wenn wir jetzt nächste Runde drücken, dann hat sich hier vielleicht auch schon wieder was geändert und wir müssen gucken. Aber dann haben wir nur noch drei Runden zur Wahl. Unsere Zustimmungswerte sind bei 94. Aber was wichtig ist, ist, dass wir dann anfangen können. Ah nee, das unsere Wahlversprechen machen wir wahrscheinlich direkt davor. Aber wir können drei Runden vorher eine Rede halten. Und das wäre nächstes Mal dran. Das ist doch ein guter Startpunkt, um das nächste Mal reinzukommen, dass wir mit unserer ersten Rede beginnen. Und ich habe gerade so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir sind kurz vor 12. Ich bin ganz bei dir, ja? Das machen wir so. Das nächste Mal. Gut. Dann würde ich nämlich jetzt hier wieder Safe Game. Und nächste Woche Dienstag gibt es wieder Dienstagspolitik mit Romy. Und das letzte Wort. Frau Höhne, bitte. Frau Höhne hat das letzte Wort. Wow, vielen Dank für den Abend und für die Gespräche. Und ich bin sehr gespannt auf nächste Woche und welche Wahlversprechen wir uns so überlegen werden. Und vielen Dank fürs Dabeisein und Mitdenken heute. Ja. Bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.